Hallihallo und herzlich willkommen damit zu einem neuen Sei-Start her zur Podcast. Ja, es ist im Prinzip ein kleiner Technik-Podcast, den ich mir heute hier überlegt habe. Und zwar geht es um Folgendes. Ich habe einen uralten PC unter die Fittiche bekommen, mehr oder weniger letztens. Und zwar mein Cousin, der hat einen PC von seiner Berufsschule im Prinzip bekommen. Die haben die im Prinzip aussortiert und weggeschmissen. Und dann hat er sich gedacht, oder beziehungsweise sie haben sie halt quasi verschenkt. Er durfte einen mitnehmen, hat er gemacht. Und er hat mich halt gefragt, ob ich mir den ein bisschen anschauen kann. Und das habe ich auch gemacht. Denn das Hauptproblem an diesem PC war einerseits, es hatte eine defekte Festplatte. Zumindest zum jetzigen Stand. Ich denke nicht, dass die noch in irgendeiner Art und Weise zum Retten ist. Aber egal. Dann hatten wir eine andere Festplatte eingebaut. Ging. Aber es war halt eine HDD-Festplatte. Und zwar noch so eine quasi SSD-Format. Wie heißen die? 2,5 Zoll oder sowas? Ich bin mir da gar nicht sicher, wie heißen die. Also gibt halt eine spezielle, also nicht die fetten HDDs, sondern halt die ausschauen wie SSDs, aber halt normale HDDs sind. Und wie gesagt, darauf konnte ich dann Windows 10 installieren. Kurz zu den Specs von dem PC. Das war eigentlich ist der echt ganz okay gewesen. Wir haben da, glaube ich, einen i5 2000 oder 200. Ich muss mal nochmal nachschauen. Ich glaube, ich habe Marie ein paar Bilder dazu geschickt. Gehen wir mal kurz hier ein. So, Richie. Genau, eingebaut war ein Intel Core i5 2300 mit 2,8 GHz. Ist ein Quad-Core, also eigentlich finde ich echt okay, wenn man überlegt, das Ding ist in der Berufsschule gestanden. Hat 8 GB Arbeitsspeicher und hat sogar eine eigene Grafikkarte drin verbaut, die, sagen wir mal, auf jeden Fall gut genug war oder ist, um kleine Spiele zu spielen. Also zum Beispiel, es ging eigentlich eher darum, für seine Geschwister war das Ganze gedacht und halt einfach ein bisschen Minecraft, ein bisschen hier irgendwie Star Wars, so ein altes Game und wahrscheinlich ein bisschen Landwirtschaftssimulator. Und dafür reichte das auf jeden Fall aus. Das Hauptproblem war allerdings, der Prozessor, also die CPU, war immer bei 100% Auslastung. Und das war echt ein großes Problem. Ich hatte auch teilweise, also auch wenn kein einziger Prozess gelaufen ist und oder sonst irgendwie etwas zu tun gewesen wäre, die CPU-Auslastung war immer bei 100%. Und dadurch hat natürlich auch die Performance dementsprechend gelitten. Und es war auch komplett weird. Ich muss mal kurz nachschauen, ob das überhaupt möglich ist, ob das normal ist. Jetzt gehen wir mal kurz bei mir hier in den Ressourcenmonitor rein und schauen uns das mal hier an. Ja, also normalerweise gibt es quasi, wenn man über den Taskmanager dann bei Ressourcenmonitor schaut, gibt es da quasi eine Anzeige, wie viel CPU-Auslastung und maximale Frequenz und so weiter. Und jetzt zeige ich euch mal kurz ein Bild hier. Das ich gemacht habe. Die ganzen Bilder, by the way, sind alle mit dem Handy aufgenommen meistens und also von dem her keine gescheite Qualität. Aber schaut euch mal die CPU-Auslastung an. Was sind das? 5, also 100, 1000, 10.000, 100.000, Millionen. Wir haben hier 36.957.502% CPU-Auslastung. What the fuck is going on? So, also da hat irgendwas nicht gestimmt. Also da war wirklich was komplett weird. Ich habe nachgeschaut. Ja, er war ein bisschen dreckig, aber bei Weitem nicht irgendwie extrem, dass du sagst, okay, boah, der ist am Rödeln. Auch temperaturmäßig war alles im grünen Bereich, teilweise so knapp unter 50 Grad sogar. Also da hat alles echt gut gepasst. Aber wie gesagt, immer bei 100%. Und ja, dadurch habe ich eben ein bisschen geschaut und habe unter anderem auch natürlich Rie um Hilfe gebeten. Der ist hier im Prinzip meine Rückhand, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme. Rie, hilf mir mal. Und letzten Endes haben wir dann quasi Windows komplett neu installiert. Ich habe eine SSD gekauft nochmal, quasi um einfach hier schneller arbeiten zu können und generell einfach auch die Festplatte ausschließen zu können, weil das war auch schon eine gebrauchte. Von dem her wollte ich hier auf Nummer sicher gehen. Ich habe eine SSD gekauft und zwar eine Marke, die ich mir selbst theoretisch nie reinbauen würde, und zwar von SanDisk. Aber diese SSD, und zwar plus 120 GB, aber die war darunter gesetzt von, also die kosten ohnehin schon nicht viel, aber die ist sogar immer noch runtergesetzt.
Für 120 GB SSD habe ich 24 Euro bezahlt. Und da habe ich mir gedacht, okay, also für 25 Euro, das ist ja echt, also das ist ja echt ein Witz. Ich meine, klar, das sind immer noch 50 Mark. Ja. Nee, also Spaß beiseite. Also wie gesagt, für 25 Euro eine SSD, normalerweise kostet die 40 Euro. Dafür wäre es mir ehrlich gesagt dann zu teuer gewesen. 120 GB für 40 Euro, nee. Aber so echt okay. Genau, darauf habe ich dann neue Windows 10 installiert. Hat alles wunderbar gepasst. Und dann habe ich mal noch ein bisschen weiter recherchiert. Und zwar war darauf ein veraltetes BIOS-System installiert. Das Ganze ist sowieso schon uralt. Also das, der Original, oder das Original BIOS ist irgendwie 2009, 2010, keine Ahnung. Und das neueste war, glaube ich, 2011. Und das war auch das letzte, die letzte Version, die es gegeben hat. Und von dem her, genau, irgendwas mit P01-A4.2M, das ist die neueste Version, und drauf war irgendwie, keine Ahnung, A1 oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, glaube ich, hat der unter anderem Probleme gehabt mit Windows 10 natürlich und dadurch vielleicht auch irgendwie ein anderes Ding. Auf jeden Fall immer 100% Auslastung. Dann habe ich mir quasi das neueste BIOS gedownloadet. Und habe mir gedacht, ja, so schwer wird es ja nicht sein. Im Prinzip, zack, im BIOS rein. Und dann kannst du eigentlich, wenn du einen USB-Stick da reinsteckst, dann kannst du das quasi updaten. Ja, also so habe ich es bis jetzt immer gemacht, wenn ich ein BIOS geupdatet habe. Aber das Mainboard ist entweder so alt, was es einerseits ist, und hat aber auch keine so eine spezielle Funktion. Also das BIOS ist wirklich total simpel aufgebaut. Es gibt keinen Advanced-Modus, es gibt gar nichts. Du kannst so gut wie nichts einstellen auf dem Scheißteil. Ich meine, gut, klar, es ist uralt, es ist für Massen... Produktion gedacht, ist okay. Von dem her hatte ich da ein bisschen ein Problem, habe da ein bisschen weitergeschaut und habe dann quasi, weil das Ganze war quasi eine ganz normale BIOS-Datei, aber quasi keine, die du unter Windows quasi ausführen kannst und dann läuft es einfach im Hintergrund und dann startet der PC neu und fertig. Nee, sondern es war eine WinRAR-Datei. Und die musste ich dann quasi über das CMD, über das Ausführprogramm quasi manuell installieren. Und um ehrlich zu sein, sowas habe ich noch nie gemacht. Von dem her, Gott sei Dank, habe ich da ein Video auf YouTube gefunden. Das werde ich auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken. Im Prinzip, glaube ich, ist das irgendein Russe, der das Video dazu gemacht hat. Es sind auch nur russische oder ukrainische Kommentare unter dem Video. Aber in diesem Sinne nochmal, hat echt wunderbar geholfen für dieses Problem, sage ich jetzt einfach mal. Dann quasi hat das geklappt, habe das neueste BIOS installieren können. Und dann habe ich den PC wieder neu gestartet und das ist passiert. Ein schöner Bluescreen. Unidentified Problems quasi. Und dann habe ich mir gedacht, das ist nicht euer Ernst. Vorher ging zwar PC hoch, also Windows, und CPU war immer 100%, jetzt geht Windows nicht mehr hoch. Na toll. Dann habe ich quasi Problembehebung und so weiter gemacht. Habe Windows komplett neu bauen lassen. Also du kannst quasi Windows selbst sich neu generieren lassen, ohne dass du quasi wieder das Ganze neu installierst. Wäre vielleicht auch mit einer Neuinstallation gegangen, ich habe keine Ahnung, aber ich habe einfach mal gedacht, okay, probierst du es einfach mal aus. Hat geklappt, hat irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gedauert. Ich habe das mal am Wochenende irgendwann in der Nacht um 1 Uhr gemacht oder sowas, also um halb zwei war es dann fertig. Und da, also wie gesagt, das ist nebenbei gelaufen. Ich habe nebenbei ein bisschen gezockt halt am PC, an meinem. Und dann hat es auf einmal geklappt. Und siehe da, CPU-Auslastung war bei 1%, so wie es gehört. Hat nicht hochgetaktet, 1,6 GHz. Arbeitsspeicher war im Leerlauf quasi bei 1,8 GB. Passt perfekt. Und von dem her läuft das Ding auch richtig flüssig. Ich habe einmal, weil es war nämlich noch eine CD, also das Star Wars Game war nämlich noch drin im PC vom letzten Mal installieren, wo es aber dann sehr geruckelt hat, dadurch, dass halt die CPU so ausgelastet war. Und dann habe ich es halt einfach quasi nochmal neu installiert hier, habe nochmal gespielt und siehe da, super, super flüssig. So. Und schauen wir mal, es läuft auf jeden Fall schon mal ein bisschen flüssiger, würde ich sagen. Tastatur dazu. Steuert man die Scheiße überhaupt? So, keine Ahnung, was ich da machen muss. R, I, F, G, H, Leertaste, keine Ahnung. Aber ich würde sagen, es läuft schön flüssig.
Kann ich denn da machen? Oh, wow, jetzt habe ich ein Schwert. Irgendwas mit der Maustaste? Nein, auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Gut, dass ich mich da nicht auskenne. Ja, aber. Spielt dort irgendwo die Katina-Band? Oh ja, die sind so geil. Spielt denselben Song nochmal. Okay, denselben Song nochmal. So, jo. Das scheint zu funktionieren. Muss nur noch ein paar Tests machen. Hab sogar jetzt alles aber eigentlich drauf. Hab eine neue Festplatten eingebaut. Und alles installiert. Und jetzt scheint es zu klappen. Top. Ja, da habt ihr es gesehen. Ein kleines Video, das ich mitten in der Nacht um 2 Uhr aufgenommen habe, um meinem Cousin zu schicken, dass es jetzt quasi läuft. Und ja, es läuft. Also von dem her bin ich echt sehr zufrieden damit, wie das Ganze jetzt letzten Endes dann geworden ist. Ja, im Prinzip für einen geschenkten Gaul und 25 Euro investiert, würde ich sagen, ist das Ganze sogar echt ein relativ guter PC. Klar, für die großen Blockbuster reicht es mit Sicherheit nicht und wenn, dann nur in sehr, 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 sehr schlechter Grafik. Aber ich glaube, von meinem Standpunkt aus wäre da eigentlich das Einzige, was man ändern müsste, theoretisch wirklich die Grafikkarte. Von dem her glaube ich, prozessormäßig, klar, es ist ein uraltes Teil, aber ganz ehrlich, ein Quad-Core ist so schnell eigentlich nicht in die Knie zu bekommen, solange der vernünftig läuft. Und von dem her auch 8 GB Arbeitsspeicher reichen momentan in der heutigen Zeit eigentlich auch noch mehr als aus. Klar, 16 GB sind eigentlich schon, also wenn ich mir einen neuen PC kaufen oder bauen würde, würde ich auch auf 16 GB gehen. Mehr brauchst du, um ehrlich zu sein, wirklich nun mal nicht. Aber zwei 8 GB Sticks und die Sache ist gegessen. Ich glaube, die kosten auch gar nicht mal so viel mehr, oder? Klar, je nachdem, wie viel Megahertz du haben willst, aber 16 GB DDR4. Die kosten, ach so, 2x16 GB, okay, also 32 GB kosten 120 Euro, also das ist echt, ist eigentlich echt geschenkt. Also 16 GB kosten 65 Euro auf 2 DIMMs verbaut mit 3000 MHz. Also ist okay, ist echt okay. Klar, besser geht immer oder mehr MHz geht immer. Hier zum Beispiel hätten wir auch noch die mit ein bisschen RGB von Corsair, die Vengeance mit 3200 MHz, die kosten dann 86 Euro. Auch wie gesagt 2x8 GB. Ist echt okay. Also ja, würde ich sagen, kann man eigentlich, wenn es auch ist, mal bei dem anderen PC mal nachrüsten, sollte diesmal der Fall sein. Wie gesagt, am ehesten würde ich da eine Grafikkarte noch reinbauen. Ansonsten, mei, ist eigentlich alles okay. Genau. In diesem Sinne war es das von mir heute. Heute eher ein relativ kurzer Podcast. Aber ich hatte einfach mal ein bisschen Bock, wieder ein bisschen zu reden. Und ich habe mir gedacht, für ein reines Technikvideo ist es zu wenig. Und um ehrlich zu sein, fällt mir dann doch noch was ein. Wenn wir schon dabei sind, Leute. Hier habe ich mal ein Bild für euch. 3 Festplatten. Eine davon ist unter anderem die Platte, die quasi... die quasi, jetzt muss ich gerade kurz überlegen, wo sind denn die alle her? Dann ist ja eine zu viel, oder? Wo habe ich die eine her? Ich bin gerade echt verwirrt. Also eine Festplatte davon, die ihr hier seht, das ist einmal die Festplatte, die quasi gebraucht war und die wir in den PC eingebaut hätten, die ich aber wieder ausgebaut habe, um eben eine SSD einzubauen. Die andere, diese Intenso, die mit 500 müsste das, genau, die mit 500. Oder war es die Toshiba? Die Toshiba hat ein Volumen von... Lasst mich mal kurz nachschauen. Theoretisch müsste es aber... Dann müsste es die Toshiba gewesen sein. Ich glaube schon. Ich habe, glaube ich, auch noch ein paar mehr Bilder. Dann sehen wir es gleich nochmal. Ich müsste mal nachschauen. Ich glaube, die habe ich auch hier auf meinem Desktop. Ne, die habe ich noch nicht auf dem Desktop. Die habe ich noch
in der iCloud. Aber vielleicht kann ich da auch einfach mal ganz kurz hinschauen. Und zwar habe ich eine Festplatte quasi dann noch aus einer externen Festplatte raus. Und zwar war das quasi eine ganz normale externe Festplatte, die du mit USB angeschlossen hast. Und dann quasi hattest du deine tragbare externe Festplatte. Und zwar, es war die Intenso. Genau, und zwar, dann müsste es. Ach, das ist eine Seagate. Okay. Also diese Toshiba-Platte war bei dem Intenso externen Speicher dabei, eben diese externe Speicherplatte, Festplatte mit einem Terabyte, steht hier irgendwie auf der Platte nirgendwo drauf. Doch, da ein Terabyte. Okay, lol, ich bin einfach nur blind. Also, die habe ich eben aus dieser externen, aus diesem externen Laufwerk sozusagen herausgebaut. Der Grund war eigentlich, wenn ich die Festplatte angesteckt habe mit USB, mit dem Kabel, das halt da dabei ist, ganz normal, dann hat es einfach nur klick, 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 klick. Klick, 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 klick gemacht. Mit anderen Worten, es hat sie nicht mehr erkannt. Ja. Und ich habe mir gedacht, okay, ist halt die Festplatte im Arsch, weil sie halt quasi nur immer am Klicken ist und somit quasi der Lesekopf irgendwo gehängt, irgendwo hängt und ja, von dem her einfach mal, ja, ist nicht mehr. Habe ich mir gedacht. Aber ich habe mir dann auch gedacht, du, es könnte ja auch einfach nur der Lesekopf, also der USB-Laser im Arsch sein. Warum das dann so ein Klicken macht, verstehe ich zwar nicht, aber ich schätze mal, ja, ist einfach so. Auf jeden Fall habe ich die Festplatte ausgebaut, habe sie an meinem normales USB-SATA-Kabel angesteckt und siehe da, ich konnte darauf zugreifen. Das heißt, diese Festplatte habe ich retten können. Klar, ich habe mir jetzt nicht angeschaut, wie gut die Festplatte in welchem Zustand ist. Da müsste ich mir eigentlich mal nochmal ein Tool dafür runterladen, irgendwie was mit Festplatten-Info oder sowas. Sowas hatte ich auch schon mal. Da konntest du quasi anschauen, wie oft sie schon ein- und ausgeschalten wurde, in welchem Zustand sie sich befindet, wie viele Sektoren eigentlich schon kaputt sind. Das hätte ich eigentlich echt mal noch machen sollen. Aber ich konnte sie zumindest retten, konnte die Dateien, die da drauf waren, mal zumindest anschauen, was das für Dateien waren. Es waren eh keine wichtigen mehr, aber von dem habe ich jetzt hier im Prinzip drei Festplatten rumliegen, die alle wieder gehen, die alle formatiert sind auch. Und das alles dank diesem Kabel hier. Also von dem her auf jeden Fall empfehlenswert, einfach so ein externes USB 3.0 SATA-Kabel anzulegen. Weil damit kannst du echt nochmal viel erreichen. Jetzt schauen wir mal kurz SATA auf USB. Also ich habe zwar jetzt nicht mehr das, was jetzt könnte das da sein. Ja, gekauft, 12. September 2019. Kostenpunkt 9 Euro. Also das ist wirklich. Das ist das Geld echt wert, weil unglaublich, also damit konnte ich dann echt diese Teile nochmal retten. Genau, so viel jetzt aber wirklich dazu. Ansonsten glaube ich, gibt es jetzt erstmal nichts mehr zu sagen. Von dem her würde ich einfach sagen, danke fürs Zuhören oder beziehungsweise Zuschauen. Es war ja diesmal eigentlich ein interaktiver Podcast mit Bildern. Normalerweise ist es ein Podcast zum Anhören da, ja, ich weiß. Egal. Also, von dem her, danke fürs Zuschauen, Zuhören, wie auch immer. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin raus. Bis dahin. Tschaußen. What the fuck? 785 Euro umgerechnet in 100 Zentimeter. Was ist denn das für ein Scheiß?